So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Es fliegt da alles in die Luft oder was? Sau geil, ey. Piu! Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nee, Spaß. Tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein. Trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ja. Jetzt lass mal abhauen, bevor der irgendwie meint, wir sollen hier aufräumen bei dem oder so. So, haben wir noch. Sonst haben wir eigentlich alles erledigt, wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir einfach mal zum Sitzungssaal. Oh, nee. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Ah, ja. Das, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Freunde, ich habe was gesehen. Seht ihr dieses Zeichen? Da sie ist es kein Feuerzeichen. Und was ist das? Das macht Feuer, oder? Probieren wir das mal, ob das klappt. Machen wir das mal. Ich glaube, das können uns richtig helfen jetzt. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ach so. Brandmeister Gizmo also. Okay, das heißt, wir brauchen das noch nicht. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Nix. Probieren wir es einfach. Zack. Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Aha, okay. Und wie wär's mit dem hier? Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich.
Mist. Ja gut, dann, wenn die uns so nicht ranlassen, probieren wir es einfach nochmal. Kann ja jetzt sein, dass es klappt. Finde ich eigentlich blöd, dass das nicht klappt so. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Macht er das einfach zu? Solange er nicht vorhat, sich nützlich zu machen, lasse ich ihn lieber da drin. Okay. Probieren wir es mal jetzt, ob wir die Goal nicht vielleicht irgendwie betrichtern können. Nix da, Rufus. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotep. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Probieren wir es halt erst mit dem Trichter. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Was? Nein! Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht. Tja. Eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Haben wir sonst noch was? Mikro? Hat er gerade... Stethoskop? Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Oh. Hat auch keiner gesehen, ne? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Wir können echt nicht gehen. Niemand. Okay. Und Knopf. Können wir es da. Niemand verlässt den Okay. Tag auf. Okay. Wenzel. Gizmo würde denken, Wenzel hätte das Stethoskop geklaut. Aber wie sollte ich es ihm unbemerkt unterjubeln? Es ist fast so groß wie er selbst. Okay. Probieren wir es mal damit. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotep. Vergessen Sie das nie. Oh yeah. So, das reicht jetzt aber. Ach kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl. Aha. Da ist ja auch der Corpus Delicti. Ja. Yeah. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber... Oh mein Gott, das sind so kleine Streithähne jetzt. Wir machen jetzt einfach mal die Goal fertig. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Wie sie da schön was im Mund hat. Sie sind trotzdem gefeuert. Probieren wir es mal. Ich war das.
Alles okay bei dir? Bam. Voll auf die Fresse. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich nach vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. So, meine Freunde. Wir sehen uns erstmal in der nächsten Aufnahmesession. Ich render jetzt mal ein bisschen. Und ja. Chosen.